Hallo meine lieben Freunde der Pastellmalerei, mein Name ist Sven Kinada und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner kleinen Pastellwelt. Nun, ich werde oft auf Social Media und in meinen Livestreams gefragt nach der Haltbarkeit und Fixierung meiner Pastellbilder. Darum mache ich dieses Tutorial und es geht um die Fixierung von Pastellbildern. Kleine Anmerkung, ihr könnt mal zählen, wie oft im Video die Worte Fixierung oder Fixativ auftauchen. Ich werde die Worte sehr oft benutzen. Aber fangen wir an. Pastellbilder müssen nach Fertigstellung fixiert werden, um sie für die Ewigkeit haltbar zu machen. Das Optimum stellt hier eine Kombination aus Fixierung und anschließende Einrahmung hinter Glas dar. Das einzige Problem, was es bei Pastellbildern gibt, ist die mangelnde Haftung am Malgrund. Das heißt, der Pastellstaub hängt quasi lose auf dem Papier und kann sich mit der Zeit wieder ablösen. Das heißt jetzt nicht, dass sich die Bilder wieder komplett ablösen, aber es gibt schon einen gewissen Abrieb. Das könnt ihr hier ganz gut bei diesem unfixierten Bild sehen. Ja, wenn ich mit der Hand drüber wische, habe ich die Farbe als Abrieb an den Fingern und das ist das, was sich mit der Zeit auch ablöst. Ich hatte mal ein Bild so knapp vor einer Ausstellung fertig gemalt, dass ich es ohne zu fixieren eingerahmt habe. Fixieren kann ich es ja später, dachte ich. Nun, das Bild wurde nicht richtig aufgehängt und ist von der Wand gefallen. Dem Rahmen und dem Glas ist nichts passiert, aber die Farbpigmente sind verrutscht. Und das sah dann so aus. Das Bild hat eine Größe von 100x70 cm und da steckten locker 40 Stunden und mehr an Arbeit drin. Es wäre echt schade und ärgerlich, wenn so ein Bild zerstört wird durch mangelnde oder fehlende Fixierung. Keine Sorge, ich konnte das Bild restaurieren und heute sieht man nichts mehr von dem Unfall. Natürlich gibt es auch Argumente gegen die Verwendung von Fixativen. Eine Verdunklung der Farben steht hier an erster Stelle. Aber wir werden später sehen, wie stark diese Verdunklung tatsächlich ausfällt. So, jetzt geht's ans Fixieren. Ich benutze Pastellfixativ und Schminke, weil ich auch die Pastelle von Schminke benutze. Genauso gut kann man aber auch jedes andere Pastellfixativ benutzen. So, die passende Räumlichkeit wird gebraucht zum Fixieren. Man sollte hier die Gefahrenhinweise beachten, die auch auf der Dose draufstehen. Ja? Also in großen, gut belüfteten Räumen benutzen. Das Zeug stinkt wie Sau, sollte also auch nicht eingeatmet werden, ist auch nicht so gesund. In meinem kleinen Mini-Atelier hier ist das Fixieren auch keine gute Idee, weil es einfach hier zu klein ist. Außerdem stehen hier zu viele empfindliche Geräte und andere Bilder rum. Der beim Sprühen entstehende Fixiernebel legt sich auf alles in der Umgebung und das wäre hier ziemlich ungünstig. Bei mir ist der beste Raum zur Fixierung der Flur und da gehen wir jetzt hin. So, wir sind jetzt im Flur. Das ist ein Bild, was ich mal gemalt habe. Und der Flur ist deshalb optimal, weil er getrennt von der Wohnung ist und durch die Haustür kann ich am besten belüften. Wir sprühen hier im Abstand von etwa 30 bis 40 cm vom Bild und wir sprühen im Kreuzgang. Das bedeutet von oben nach unten und anschließend von links nach rechts. Schön ruhig und gleichmäßig. Danach etwa 2-3 Minuten abtrocknen lassen und dann kommt der nächste Sprühgang. Das werden wir dann so lange wiederholen wie nötig. Sanft das Fixativ draufnebeln und wieder trocknen lassen. Zwischendurch kann man immer wieder mal mit dem Finger den Abrieb kontrollieren. Wie ihr hier sehen könnt, bleibt kaum noch was von der Farbe am Finger haften. Das heißt für mich, es ist alles okay. Man könnte auch draußen an der frischen Luft fixieren, allerdings ist man da Wind und Wetter ausgesetzt. Dass niemand nach draußen geht zum Fixieren, wenn es regnet oder schneit, setze ich jetzt mal voraus. Allerdings kann auch der Wind stören, da der Fixiernebel einfach weggeweht wird und nur somit wenig Fixativ auf dem Bild landet. So, das Bild ist jetzt fixiert. Hier mal der Vergleich vor und nach dem Fixieren. Der Unterschied mit den abgedunkelten Farben ist gar nicht mal so schlimm, finde ich. Noch eine kleine Anmerkung, ich fixiere meine Bilder immer erst ganz am Ende, wenn sie fertig gemalt sind. Manche Pastellmaler machen auch eine Zwischenfixierung während des Malens. Ich mache das nur in Ausnahmefällen, wenn ich mal beispielsweise mich vermalt habe und ich eine Schicht der neuen Farbe über die alte Schicht legen muss, ohne dass diese Schichten sich vermischen.
So, und das war's auch schon. Jetzt werde ich das Bild noch einrahmen und aufhängen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst mir auch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video wieder.